vor. Hallo Leute, wir sind wieder da, zusammen mit The Bar Drug. Hallo. Und Suki. Hallo. Und Scan. Nein. 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 Nicht Scan. Okay. Nein. So, es geht weiter. Das ist kein Scan. Wir starten mit dem 22. Tag. Das ist eine Fotokopie. Bitte was? Was? Oder Manuel Neuer? So. Der Wardrock hat mich ja gestern auf die wunderbare Idee gebracht, ich könnte ja mal die Felder vorplanen. Dabei ist mir eingefallen, dass es cool wäre, wenn wir mal ein paar größere Sprinkler schon mal basteln. Ich bastel schon mal drei. Kriegen wir es noch hin auf... Wahrscheinlich nicht, ne? Wie weit ist denn der Mining? Viel zu weit weg. Ich bin erst auf 8. Ich sollte vielleicht in die Mine einfach gehen. Ich plane das heute noch nicht vor, das kann ich am letzten Tag machen. Ich gehe lieber jetzt jeden Tag meinen. Ja. Bei 9 könnte es sein oder halt bei 10, aber ich hoffe, dass es schon bei 9 kommt. Nee. Nicht? Bist du dir sicher? Ich hab's bei mir auf 10 freigeschalten. Ich könnte es umstellen. Nee, Moment, nee, auf 9. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ich meine, ich könnte es auch in der Config-Datei umstellen, also. Ich könnte auch umstellen, dass ich für ein Gold dann 10 Iridium kriege, also. Ja, aber es wäre cheaten. Setz mal Gold rein, bitte. Ja, mache ich gleich, sobald ich die Hähnchen gestreichelt habe. Oh Gott, ich hab mich dann erschrocken. Ich finde, sobald ich die Hähnchen gestreichelt habe, klingt, als ob du essen willst. Von dem hier das? Nein, da stand Robin auf einmal im Stall. Ich dachte, Suki stand auf einmal da, aber nein, es ist Robin. Nee, Robin hat mich erschreckt. Suki erschreckt mich nicht. Robin the People. Wir haben bei uns auf unserem Spielstand, habe ich aus Versehen die Heizung so hingestellt, dass Robin in der Heizung stand, nur ihr Kopf guckte oben, also nur oben ihre Haare guckte raus. Also sie hämmerte gegen die Wand von innen. Die Heizung, der beste Carpenter. Ja, dazu brauchen wir eigentlich Robin, warum zu bezahlen wir Robin eigentlich? Wir können einfach die Heizung jetzt machen lassen. Eben. So. Okay. Das ist nicht angeschlossen, ne? Du musst dir das doch von hier mitnehmen, wenn du am Fernseher spielen willst. Oh. Das liegt da unten im Regal, kannst du dir am Wohnzimmer einfach am Fernseher anschließen. Strom gibt's unten irgendwo. Muss ich mal suchen. Hast du dir das Essen mitgenommen? Ich habe mir Essen mitgenommen, ja. Das Food, das... Ja, hast du. Ja, ich hätte mir irgendwas Glückssteigerndes reinwerfen sollen. Ja, Felix Felicis oder so. Plus. Ich glaube, wir haben gar nichts Glückssteigerndes. Ja, ich kann ja selber was machen. So. Perfekt, was mache ich den restlichen Tag? Gut aussehen. Das kann ich. Meerjungfrau-Show. 15423. Okay. Das, keine Ahnung. Kann ich aber ja leider erst nächstes Jahr wieder machen. Weil die kann ich jetzt nicht aufrufen, die Meerjungfrau-Show. Die gibt es erst nächsten Winter wieder. Versuch's doch nächsten Winter nochmal, okay. Warum? Man merkt, ich habe heute nicht sehr viel Glück. Ich finde die nächste Ebene nicht. Das hat nicht viel zu bedeuten. Das hab ich gesehen. Weil ich habe so. Du solltest heute zu Hause stehen und habe trotzdem Prismatic Charts gefunden. Ja, aber du hast eine höhere Chance auf jeden Fall, die Treppe zu finden. Ja. Und das ist schon ganz gut, wenn man Erfahrungspunkte sammeln will. Zum Beispiel habe ich da direkt die Treppe gefunden. Okay. So, ich bin noch lange nicht bei 9. Ich glaube, ich muss ein bisschen cheaten. Ich will doch nur 9. Ich 9 doch nicht. 5, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt die, die Fahrstuhlmod für die Sky Cavern hätte, dann könnte ich in der Sky Cavern weiter runter gehen, immer weiter runter und dann Iridium fahren, weil Iridium gibt noch mehr Erfahrungspunkte als Gold. Ja. Und wenn du dann auch mehr Edelsteine da. Ja, und wenn du halt auf Ebene 100 und plus bist, dann bekommst du halt dementsprechend sehr viel Iridium-Erz, weil die Drop-Rate höher ist. Und mehr Iridium-Erz ist halt auch mehr Iridium-Erz. Logischerweise.
Hast du irgendwelche besonderen Farmlayouts im Kopf oder reicht das, wenn ich einfach jetzt hier schon mal vorbereite, alle in meinem richtigen Abstand? Kannst du erstmal so vorbereiten. Schön machen wir es dann im Jahr drauf. Oder so. Nächstes Jahr ist Money Scheffel, ja. Das ist doof. Natürlich sind da überall Felder. Oje, 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 oje. Essen? Ja. Wurzelplatte! Noch eine Wurzelplatte! Eine? Nein, jetzt nicht noch eine. Eine so, Platte. Ich hab jetzt 4, 8, 12, 16. Soll ich noch mehr machen? Für Iridiumsprinkler? Für Iridiumsprinkler. Nee, so viel Iridiumsprinkler haben wir ja gar nicht. Suki hat den Erfolgfischer erhalten. Ja. 16 mal 24, okay, das ist schon eine Menge. Ja. So viel haben wir gar nicht, glaube ich. Ich meine, das sind über 360 Felder. Wir brauchen für eine Regionsprinter brauchen wir. Nicht gucken. Ich glaube, wir brauchen ein Gold und eine Iridiumbahn, ne? Ja, und eine Batterie. Das heißt, es sind 5 Iridiumbahnen pro Sprinkler. Das heißt. Ne, das sind 5 Goldbahnen pro Sprinkler. Also. Das heißt, wir können 20 bauen. Mit den Bahnen, die wir jetzt da haben. Hä? Das ist ein Goldbahn pro Sprinkler. Ja, aber eine Iridiumbahn. Und du brauchst 4 Goldbahnen für eine Iridiumbahn. Ah ja, also 5 pro, fünf. Ja. Genau, wir haben jetzt 97 Goldbahnen plus das, was da so dazu kommt, also können wir ca. 20 25 bauen, ja, ungefähr. Ja, aber haben wir 25 Batterien? 25, ja. Haben wir 25 Batterien? Bestimmt. Wo haben wir Batterien? Die sind in der zweiten von oben, genau. 15. Das dachte ich mir nicht. Ja gut, aber ich habe 16 Teile und wir können dann einen Iridium-Sprenger noch kaufen. Ja. Wenn wir 10.000 zusammen kriegen. Also es passt schon irgendwie. Das würde hier viel Geld bringen. Ich bin gerade auf der Pilzebene. Und die ist sehr groß. Das heißt, es spawnen sehr viele Pilze. Es würde richtig viel Geld geben, wenn ich schon Sammeln Level 10 hätte. Würde dann alle Iridium werden. Da bringt dann ein Lila dann gleich mal 500. Ja. Oh Gott. Dann stellen wir mal. So. Die stellen wir hier an. So. Dahin. Nee, ich stehe nicht. Du kannst noch ein kleines Feld bauen. Für die kleinen Sprinkler. Die kannst du auch noch ein bisschen schön auslegen. Du kannst ja mal gucken, was so an Saatgut in den Kisten ist. Dann weißt du, wie viel wir brauchen. Ja, ich will erstmal gerade noch die vorgeschreckten Gut unter Umständen. So. Ja, du kannst in der Mitte dann noch welche pflanzen. Ja, das. Oh. Nee. Achso, doch, wenn du in der Mitte welche hinsetzt, sollte es reichen. Ich muss in der Mitte welche hinsetzen. Und zwar eine muss ich in die Mitte setzen. Und zwar. Oh, der Hof hat dem Museum 40 Gegenstände gespendet. Haben wir schon längst gemacht. Ja, Suki hat wahrscheinlich alle rausgenommen und nochmal gespendet, damit sie selber die Achievements bekommen. Ja, natürlich. Sehr gut. Schlaue Suki. Ja. Ich hab auch nichts anderes zu tun. Da muss es hin. Naja, wer weiß. Hast du die Crab-Pot schon gemacht, Suki? Ja. Sehr gut. Gute Suki. Komm ich jetzt einen Keks? Ja. Von der Wadrak. Der gibt dir einen Keks. Okay. Der Wadrak ist der Keks-Official Mensch. Kekstastisch sozusagen. Ich kann nicht garantieren, dass diese Kekse noch in keine Mülleimer waren. Aber es ist ein Keks. Aber es ist ein Keks.
Ach so, okay. Man muss nehmen, was man kriegt. Ja. Wenn es lebende Kekse gibt. Dann ist sie, egal wo sie herkommt. Wenn das, Gehen, wenn das Leben dir Mülltonnen gibt, kram Kekse raus. Hey, Kekse. Ging nicht so der Spruch? Und ich krieg einen Kaustock. Danke. Gerne. Danke. Ein Kaustock. 15 Minuten, dann kann ich nochmal Gold ansetzen, eine Runde. Kannst du auch machen. Zack, zack, zack. Das kommt da rein und das kommt da rein. Und du kommst da rein, du kommst da rein. Oh, das kommt da rein, das nicht. Aber das, das, das. Ja. Fertig. Ich schaffe fertig. Wo gehen wir hin? Zu dir oder zu mir? Zu dir. Bei mir ist er vollgestellt. Okay. Ein Satz, den man bei Martin wahrscheinlich im wahren Leben auch hören könnte. Ja. Das ist nicht mein. Das ist nicht mein Glas. Da sind nochmal zwei Höhlenkarotten mehr. Du kannst nochmal Gold ansetzen, glaube ich. Kann ich machen. Dann regt er sich auf. Hey, du bist schon wieder so spät erst schlafen gegangen. Ja, ich musste auch arbeiten. Das ist Sams Einkaufsliste für die Feiertage. Was alle mögen. Sebastian, gefrorene Tränen und Sashimi. Smaragd, Moon, bla bla bla. Wenn ihr es wissen wollt, haltet kurz das Video an. Oder spult zurück oder so. Keine Ahnung. Ich mag das jetzt gerade nicht alles vorlesen. Ja. Ist mir egal, was die alle mögen. Und dann gibt es ein bisschen Gold. Die stehen ein bisschen blöd an die Öfen. Wie viel kostet das? 20 einer, ne? Ja. Ein Ofen. Und du brauchst Stein. Ofen. Stein. Okay, dann mache ich noch zwei Öfen. Damit wir hinten zu haben? Nee, das nicht, aber. Öfen, Öfen? Wir brauchen mehr Kupfererz, aber das können wir ja nicht. Das können wir nicht transportieren. Aber das Kupfererz ranzukriegen sollte kein Problem sein, weil wir dreschen uns einfach durch die Mine durch. Das stimmt. Die ersten Ebenen dann. So, nicht schön, aber funktional. Ja, das müssen wir auch mal irgendwann umstellen, aber jetzt gerade nicht. Ja, wir bauen uns einfach eine ganze Brennstube. Eine Rennstube? Eine Brennstube. Achso. Ich wünschte, man könnte die Betten wegmachen aus den Kinderzimmern. Umstellen. Nee, aus den Kinderzimmern. Allgemein wenn man keine Kinder, wenn man keine Kinder will, einfach die Betten wegmachen, dass man da hinten irgendwie, keine Ahnung, was Cooles reinmachen kann. Flatscreen oder so. Ja. Ist ja so viel nützlicher als Kinder. Ich mach mir einfach ein Fernsehzimmer. Wer braucht Kinder? Die arbeiten sowieso nicht auf der Farm mit. Eben. Wieso gucken wir eigentlich den Wetterbericht an? Es wird sowieso nur schneien. Wir haben schon wieder einen Diamant, schon wieder 5 Tage rum, Leute. 5 Tage? Alle 5 Tage gibt es einen Diamanten, ja. War das früher nicht eine Woche? Nein. Ich habe das Gefühl, auf der Switch ist es noch eine Woche. Aber 4,9 Tage, irgendwie so. Also was halt auf 5 Tage hinkommt. Ja, ja. Und wieder eine Iridiummilch. Unsere Kuh geht richtig, richtig ab. Und wieder 8. Wir brauchen bald mehr Golderz. Bock, 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 bock. 69 Golderze nur noch. So, da ich heute nicht so viel Glück habe, kloppe ich mich jetzt durch die früheren Ebenen durch und hole Eisenerz. Das kann ich machen. Ich will das trotzdem machen. Geh du mal lieber Erfahrungspunkte farmen. Ja, kann ich da auch machen. Die Steine bringen mir überall gleich viele Erfahrungspunkte. Na gut. Du könntest dir auch einfach Eisenerz nehmen, wir haben genug davon, da normale Bomben bauen. Kohle haben wir auch genug. Man kann sich einfach so durchsprengen. Könnte ich euch, so kann ich auch noch gleich Viechis töten. Ja. Nicht, dass wir Köder bräuchten. Achso, doch mit Angeln gehst du? Aber. Hm? Wo bist du, Suki? Bei der Mine. Bei der Mine? Welche Ebene? Ja. Wieder rausgelaufen. Ich habe mir nur die Schuhe geholt. Und das Schwert. Ah ja. Achso. Dann komm mal oben zu Fox Haus. Okay. Zum Haupthaus, zum Herrenhaus.
Da, wo während ihr nur in dem Gesindehaus wohnt. Da, wo der Grabstein steht. Okay, aber erst musste ich hier noch ein Buch finden. Okay, das ist... Ich muss erst noch ein Buch finden, sorry. Wenn wir zu spät herkommen, musst du erst ein Buch finden. Häufige Ausrede in der Schule. Ich habe mein Buch nicht gefunden. Ja, was passiert? Ich mag die Musik in der Mine einfach unglaublich. Schau mal in die blaue Kiste rein. Hast du ein Geschenk gemacht? Ja. Oh, Angel. Ja. Die Iridium-Angel? Mit Köder. Warum kriegt sie die Iridium-Angel und ich nicht? Weil du dich in der Mine gerade, meiner Mine aufhältst. In der Mine? Nicht in der deine, in der Mine. Das ist meine Mine. Das ist meine. Und aber er hält sich nicht in mir auf. Das wäre komisch. Oh. Well. Dass du es in diesem Ton als das sehr komisch bezeichnest, finde ich leicht verstörend, aber okay. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Gedanken gerade auch sehr zerstören. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Was würde Freud darüber nur sagen? Wahrscheinlich irgendwas mit Müttern und so, aber. Wer versteckt eigentlich Secret Notes in uralten Baumstümpfen? Mr. Key. Der versteckt die überall. Ich glaube, es wird irgendwo erwähnt, dass die von Mr. Key stammen. Haben die ganzen Leute bestohlen? Hey, klauen wir den Leuten mal irgendwie ihre Notizen und dann verstecke ich die einfach irgendwo. Weil es Spaß macht. Damit der neue Farmer besser vorankommt. Ich mag nämlich den neuen Farmer viel mehr als die ganzen anderen Lappen da. Die nie 10 Beete einfach so in 10 Rüben einfach so beim Bürgermeister reingelegt haben. So ein Schwachmaten. Wow. Ich bringe auf jeden Fall Käferfleisch mit. Das ist gut. Ja, Köder. Ist denn da in der Angel nicht genug Köder drin? Da ist gar kein Köder dran. Was? Da ist kein Köder dran, hat sie gesagt. Sag mal, hörst du nicht hin oder was? Warum das denn? Weil du den Köder abgemacht hast. Hm. Und dieser da hinten ist irgendwas. Okay. Was ist das? Im Schatz, am Strand. Was? Das war nicht am Strand. Das war am Strand. Das war nicht am Strand. Das war am Strand. Das ist nicht am Strand. Yay, ich hab aufgelevelt. Leider nur den falschen Skill. Ich bin schon fast bei der Hälfte vom Mining Skill. Ja. Roughly. So Leute, es tut mir ganz doll leid, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen... Ihr seht erstmal nur Farming ist. Ja, das ist nur Mining, aber es ist halt Winter und das gehört zum Spiel dazu. Miep, miep. Oh. Jetzt nicht. Unser liebster Bartrag ist beliebt. Ja, ich krieg einen Anruf, aber das ist nicht so schlimm. Du kriegst deine Eltern von Anruf? Ja. Die müssen damit klarkommen, dass ich. Auch nur mein eigenes Leben hast. Ja. Die müssen damit klarkommen, ihr müsst mich langsam loslassen. Bin ich mir euer kleines Kind. So. Das ist nicht in der Mine, sagst du. Am Strand, sagst du. Oh mein Gott, guck dir mal da unten die ganzen Erfahrungspunkte und das ganze Käferfleisch an. Ja, Käferfleisch. Was piept hier? Ja, die Spülmaschine ist fertig. Ach so. Oh, sehr schön, laufen geben. Wer hat aufgegeben? Die Spülmaschine. Achso, nee, die sagt nur einmal, dass sie fertig ist. Ich glaube, in einer 10 oder 20 Minuten meldet sich nochmal. Ja, die Folge ist ja gleich vorbei und dann können wir. Nicht ausräumen gehen, das wäre viel zu. Ja, einfach. Aber ausmachen gehen. Ja. Also, wenn du sagst, dass das nicht an der Strand ist, dann ist es hier. Wenn ich das richtig gesehen habe, die Note. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass das am Strand war. Wenn du mir die Note nochmal zeigst, sage ich dir, wo das ist. Aber ich kann mal gucken, was hier ist. A Strange Doll? Ja. Was ist das? Ja. Ich bin nicht geflasht.
Nein, aber es ist ein relativ schwer zu findendes Objekt früher gewesen. Was man halt für die Dings brauchte. Ja. Haben wir das schon für die? Ja, haben wir schon. Ich habe die schon gefunden. Allerdings muss ich sagen, die, die Secret Notes sind teilweise generell so ein bisschen. Hm. Alex Diät für sein Krafttraining, volles Frühstück und Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich diese Essen, dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Lachsmahlzeit ist super. Klingt nach einem, nach einer Diät, ja. Oh, ich wollte meine Hacke noch aufbessern, damit ich nicht so lange brauche. Das sollte ich vielleicht morgen gleich mal in Auftrag geben. Ja. Mein Laptop hat sich gerade übrigens noch ein Bluetooth-Headset. Disconnected und Internet. Telefon 1. Warum? Teil 2, Telefon 2. Ja, ich finde gut, dass er immer Telefon sagt. Phone. Also mein. Ja, mein Headset ist englischsprachig. Warum? Oh, Engländer. Ich will nicht sagen, ich habe 33 Käferfleisch. 34. Das ist eine Menge. Ja. Also Suki, wenn du angeln gehen möchtest, ich kann dir Köder basteln. Super, kann ich mir jetzt inzwischen auch. Ja, ja, du kannst dir zwar Köder basteln, aber hast du so viel. Hast du so viel Käferfleisch? Ich habe jetzt 4 Stück. Siehst du? Ich habe 37 5. Stück. So schnell kann ich sowieso nicht angeln, aber. Und ich habe 79 Kupfererz, das heißt noch eins mehr, dann kann ich noch 4 Öfen mehr bauen. Na Mensch, da können wir ein paar Öfen bauen. Ja. Ja. Wir können noch eine Shed bauen. Nee, das sein lassen. Wir könnten auch was günstigeres als eine Shed, vor allen Dingen am Anfang, einfach einen Hühnerstall bauen und den dann nach und nach ausbauen. Haben wir sogar mehr Platz als in der Shed oder einen Barn. Ja. Weil kostet halt nach und nach zwar mehr Geld, aber hat dann insgesamt auch mehr Platz. Kann man eine Shed auch ausbauen? Nein. Wollte gerade sagen. Eben, aber den Barn kannst du halt sowas. Wieso haben wir eigentlich einen Ahornbaum, einen Eichenbaum und einen Hobaum? Weil ich da noch nicht mit der Haut drauf geklebt habe. such mal bitte eine. Der Dingsy-Dings hier. Also ich meine, wer kennt's nicht? Ein Hackenbaum. Hoe Tree. Hier drin, glaube ich. Ja. Einfach nur kurz drauf, die bleiben dann da. Macht nicht über mich lustig, ja? Ich kann nichts dafür, ich bin so. So. Also erstmal kann ich. So, jetzt haben wir 4 Öfen mehr. Das ist schon mal gut. Und dann machen wir noch. Bait. Ganz viel Bait. Wir haben jetzt 185 Bait mehr. Das reicht erstmal für den Anfang. Ja, für den Anfang. Bushaltestelle. Bushaltestelle. La 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 la. Die Hacke muss ich auf Kupfer machen. Ach, haben wir jetzt überhaupt genug Kupfer? Haben wir wahrscheinlich nicht. Ja, wenn nicht, kannst du transportieren. Stimmt. Eisen sollten wir genug haben, um genug Kupfer zu machen. Ja. Und Gold erst recht. Natürlich kann ich transportieren. Da, 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 da. Ich krieg genau einen Kupfer. Den kannst du übrigens auch ansetzen. Ja, kann ich natürlich. Ich kann Gold ansetzen auch. Ja. Weil ich habe jetzt neue Öfen. Sonst kommt nichts rein, okay. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Ja, wir werden die Öfen einfach mal woanders hinstellen. Ja. Jetzt stellen wir sie erstmal hier hin. Das werde ich einfach am nächsten Tag machen. Passt das auch? Ich meine, wir haben genug Platz auf unserer Farm. Nein, wir müssen uns oben in die oberste Ecke reinfängen. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Gold erstmal zugrunde geht. Normalerweise kommt bei mir in die Ecke da auch der Pferdestein hin. Den stelle ich eigentlich immer links neben das Haus, aber ja, da geht er auch hin. Weil ich meistens halt in die Richtung laufe dann. Ich meine, du kannst auch mehr Pferdeställe aufstellen. Müssen wir sowieso. Damit wir uns nicht um die Pferde streiten. Ja, da können nicht grausige Sachen passieren dabei. Oder ihr lasst mir einfach das Pferd. Nee. Oben in der Fischkiste, die blaue, findest du dann die Köder, Suki. Danke. Bitte. Das verkaufen wir? Verkaufen wir noch irgendwas? Nee. Wie gesagt, du kannst dir halt einfach Bomben bauen. Dann kommst du schneller durch die Minen durch. Ja. Erfahrungspunkte kriegst du auch.
Ja, auch für das Mining? Ja, du kriegst beim Bomben, also egal wie die Steine zerstört werden, du kriegst die Erfahrungspunkte. Du kriegst die sogar bei, okay. Bei Erzen. Also haben wir uns noch 12 Bomben. Wir haben 12 Bomben, 5 Kirschbomben. Ja, die großen muss ich nicht mitnehmen. Und eine Megabombe. Kirschbombe. Aber wir haben halt so viel Zeug da und Kohle kriegen wir auch ohne kriegen wir auch ran. Boah. Nicht, aber wir kriegen Kohle ja ran durch die Mining. Die Fishing Pots. Ich finde es schön, dass Suki auch alles ganz ordentlich, guck mal, dass die Eule ganz ordentlich wegräumt. Naja. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ich krieg zwar eine Krise, wenn es nicht so ist, aber wäre jetzt nicht so schlimm. Wir haben 16 Erdbeeren und was haben wir? 100 Kaffeebohnen. Nein, nicht ganz. Wir haben 92 Kaffeebohnen. Aber die Kaffeebohnen, wo hast du nur die anderen Dings jetzt reingepackt? Welche Dings? Die kleinen Sprinkler. Zweite Reihe ganz rechts. Da waren die Sprinkler und das Zeug alles drin. So, das sind 80. Ja, ich mache erstmal die zu Kaffeebohnen. Morgen. Ich mache es. Kaffeebohnen mache ich mit kleinen Feldern erstmal, das reicht. Oh. Da können wir uns von denen können wir uns noch ein paar Sprinkler bauen. Ich habe die ja nur so zusammengebaut. Normalerweise müssten wir eigentlich drei Reihen machen, dann haben wir eine größere Chance auf große Sachen. Na, das geht aber so auch mit den Dingern. Ja. Genau, wir gehen ins Bett. Ja, dann war's. Du kriegst nicht. Ich krieg nicht. Kampfstufe 7. Den Ring von Joba kann ich jetzt herstellen. Joba. Wird immer nur so ein bisschen erklärt. Joba ist die Gottheit hier in dem Spiel, an die sie glauben. Nicht Gott oder Allah oder so, sondern sie glauben an Joba. Joghurt mit Banane. Und ich habe 5 LP dazu bekommen, Leistungspunkte. Das ist sehr gut. Leider kein Mining Level. Das stimmt. Leider kein Mining Level. 1111 für anderes. Das ist schön. So. Und dann war es das auch schon wieder für heute, Leute. Für heute, Leute. Wow, ich bin voll der Rhymer. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.